Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde, hier bei Stardew Valley. Die Sonne scheint und wir gucken Living of the Land. Und zwar gibt es hier wieder einen guten Tipp. Wenn du ein Farmer in einer kleinen Stadt bist, dann ist es gut, wenn du... Grange Display at some point? Was? To create a Grange Display? Ich weiß nicht, was es ist. Es gibt 9 Items, die dein Talent zeigen. Shoot for quality, high value items and make sure to have a variety as well. Fish, minerals, artisan goods, fruit and vegetables are all good to have. Was? Ich habe keine Ahnung, was das Grange Display ist. Deswegen gehen wir jetzt auch erstmal raus, Leute. Genießen hier die Sonne. Die Hühner kommen auch schon wieder alle aus dem Stall gerannt. Guten Morgen! Na, alles gut bei euch? Hallo Lisa. Und, oh, die letzte kommt auch noch raus. Sehr schön. Dann gehen wir erstmal rein und schnappen uns die Eier und, zack, 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 legen hier das Essen hin. Oh, ist das wieder ein schöner Tag bei Stardew Valley, meine lieben Freunde. So, so. Und dann hauen wir hier natürlich direkt erstmal, nehmen wir das Ei raus, hauen die Eier rein. So, das kommt hier rein, hier ist ein Brief drin. Lieber Buster, wie geht es dir? Bla bla bla, ich habe einen Kuchen für dich gemacht. Okay, alles klar, danke Mutter. Ein Pink Cake, sehr schön. Hallo, it's Blackberry Season right now. The bushes are full of them. I want to pick some, but I lost my basket. Can you help? Linus möchte, dass wir ihm ein bisschen was bringen. Das machen wir dann natürlich. Sind hier oben? Nö, sind nicht. Okay. Gut, Leute, dann bewässern wir doch mal unsere Felder, würde ich sagen. Zack, direkt hier das 9er-Ding aktiviert. Und heute wollten wir mal wieder in die Mine gehen. Wird mal wieder Zeit, haben wir uns gesagt. Wir waren schon ein bisschen länger nicht, dass wir mal wieder ein bisschen Eisen und so weiter bekommen. Damit wir dann ganz in Ruhe unsere ganzen Items auch wieder upgraden können. Ohne uns großartig Gedanken machen zu müssen. So, zum Strand müssen wir natürlich auch, wie jeden Tag. Denn dort haben wir natürlich unsere Sachen da im Dingens. So, komm her. Zack, sehr gut. Nichts ready leider. Können heute nichts abbauen. Verdienen also kein Geld heute, obwohl... Warte mal, das sieht gerade so aus, als ob da... Ah, alles klar, ich nehme alles zurück. Guck mal, das eine ist noch bewässert. Habe ich da so ein Dingens hingemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. So. Hier wird natürlich auch noch bewässert von mir. Zack. So, und jetzt gehen wir hier einmal durch. Cranberries, nice. Sehr schön. So, 38, wow. Warte mal, wie viele Felder waren das denn? Das waren doch nie und nimmer 38, das sind doch nur 18. Ah, shit, wieder daneben. So, ja, pass auf, die Cranberries. Achso, 210, warte. Bei Collections, wir haben das hier abgegeben, Boy Chock, 80. Und jetzt war das 210 wert. Wow, das bringt's ja voll. A jar of your homemade pickles. 100 steht da, das hat aber mehr gebracht. Kannst du mir nicht erzählen. So, pass auf, warte, dann probieren wir das nochmal mit den Cranberries, oder? Soll ich die einfach voll machen? Ja, warum nicht? Ah, ich hätte eine silberne auch nehmen können. Dann wäre wahrscheinlich eine silberne Dingens rausgekommen. So, das ist auch ready. Und, warte, was wollte der eine jetzt haben? Blackberry Basket. Für ein Basket in Regenitim. Ah, wir sollen den... Okay, alles klar. Der hat sein Basket nur verloren. Ich muss gar keine Berries für ihn sammeln, sondern nur sein Basket finden. Das sollten wir schaffen. So, das ist auf jeden Fall alles fertig hier. Die Bäume wachsen schön, hoffe ich mal. Dann können wir hier mal eben rein. Nichts los. Okay, unten an den Bäumen, wie sieht's aus? Ist da vielleicht das Dingens endlich ready? Das, was wir letztes Mal eigentlich schon dachten, was ready ist, was dann aber nicht ready war. Nö, ist nicht ready. Ah, wir hauen mal hier die Dinger weg. Im Winter, ich sag's euch, Leute, im Winter müssen wir echt aufpassen, ne? Dass wir hier genügend Gras haben, dass wir über die Runden kommen. Ich meine, es sind ja nur 28 Tage, 28 mal 4, kann sich jeder ausrechnen, da reicht's, wenn wir 120 haben. Dann kommen wir auf jeden Fall über die Runden. Das heißt, mit diesem Vorrat, den wir haben, könnten wir jetzt die nächsten Monate eigentlich schon überdauern. Okay, so. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, gehen wir jetzt Richtung Stadt. Ist das, jo,
Genau, die Mayonnaise ist schon fertig. Das hatte ich gehofft. So, dann kommt die noch weg. Und ich würde gerne bald den größeren Rucksack mir holen. Einfach nur, weil wenn ich in die Mine gehe, ist das immer noch ein bisschen ätzend. So, wo könnte der denn seinen Korb verloren haben? Den könnten wir auch suchen, natürlich heute. Ich glaube, ich schenke den Kuchen einfach mal Haley. Mal gucken, was die sagt. Meint ihr, die freut sich über einen Kuchen? Wie gesagt, wir wollen die Olle ja rumkriegen. Deswegen müssen wir was schenken. Jody möchte, dass wir eine grüne Alge bringen. Für 45. Ja, warum nicht? Dann machen wir heute ein paar Quests. Suchen wir auch das Dingens, den Basket von ihm. So, das ist nicht Haley leider. Ist schon 11 Uhr, ist schon 12 sogar gleich. Alter Vater. Haley noch zu Hause? Nope. Okay, Haley ist scheinbar nicht zu Hause. Eine grüne Alge für Jody. Dann lass uns mal eben zum Strand gehen und unsere Sachen dort checken. Ich hoffe, ich schaff's überhaupt noch in die Mine. So, hier ist nichts. Ne, hier ist nichts. Wenn ich ein Pferd hätte, wäre ich halt so viel schneller. Das wäre echt super. Super wäre das. Ja, leider habe ich aber kein Pferd aktuell. Ist natürlich ein bisschen doof. Hier noch irgendein schönes Item? Nö. Einfach nur nö. So, oh, viel Müll leider gefangen heute. Boah, extrem viel Müll. So, zack, zack. So, sehr gut. Jetzt ist mein Inventar natürlich schon wieder so gut wie voll. Aber wir kriegen immer ein bisschen Geld. Aber wirklich diesmal nur ein bisschen, muss man auch so sagen. Das hat sich nicht so wirklich rentiert heute. Sehr viel Abfall drin gewesen. Ist ein bisschen schade. Aber hey, ich werde mich nicht beschweren. Da vorne ist der. Ist das nicht Pierre? Arbeitet er heute nicht? Montags hast du doch auf. Mittwoch ist doch immer Schontag bei dem. Da macht er einfach nichts. Ja, komm, wir müssen unser Inventar sowieso ausleeren. Der Bürgermeister steht hier auch rum. Warte mal, ist Haley nicht manchmal hier oben? Ah, hier am Brunnen stand die doch letztens. Oh, guck mal, hier ist eine Beere. Nö, sieht nicht so aus, dass sie hier wäre. Ich weiß immer noch nicht übrigens, wie man diesen blöden Teleporter benutzt. Da bin ich ein bisschen zu doof für. Aber hey, egal. Was sagt der Tacho? 2 Uhr nachmittags schon. Eine Alge für die eine brauchen wir noch. Ich weiß gerade gar nicht, wo die wohnt. Oh, guck mal, da vorne ist was fertig geworden. So, so, den Schrimp können wir verticken. Die anderen Sachen sind halt Schrott. Kommt erstmal hier rein. So, das hier ist so eine Power Cell, ne? Was kann man damit denn machen? Battery Pack. It's fully charged with precision energy. Brauchten wir das irgendwo für? Hier, Battery Pack. Ein Slime-Dingens. Aber ich verkaufe mal eins. Ich möchte mal sehen, wie viel das so bringt. So, dann brauche ich noch eine grüne Alge. Für wen war die nochmal? Jody. Wo lebt die nochmal? Jody Kent. Neben Haley. Sollte nicht zu spät werden, wenn ich die besuche. Ah, shit. Ich glaube, wir können aktuell kein Ding ins Meer. Ah, warte mal. Bevor ich den einen scheiß Ding jetzt hier mitschlepp. So, Jody. Ach, guck mal hier, Beeren. Blackberries, nice. 25 Energie. Ich glaube, das lohnt sich fast gar nicht, die zu verticken. Ich weiß nicht genau, wie viel die bringen. Aber 25 Energie, das ist nice. Habt ihr mir auch mal in die Kommentare geschrieben, manche Sachen vielleicht lieber behalten, Grants, um Energie draus zu ziehen. Habt ihr natürlich recht. So, wer ist das hier? Ist das Jody? Ah ja, nice. Hier.
Ach so. Oh, ich habe gerade im Mülleimer geguckt. Oh, Buster, du hast es mir gebracht. Hier ist deine Bezahlung, wie versprochen. Wieso hat ihr die jetzt nicht genommen? Okay, es ist fertig. Dann esse ich die jetzt halt. Haha, in der Öffentlichkeit esse ich so eine eklige Alge. Ich bin manchmal schon ein bisschen widerlich. So, ist Haley zu Hause? Haley. Buster ist hier. Der haarige Geselle von nebenan. Ah, wo ist die Alte denn, ey? Bestimmt in der Kneipe. Da ist sie. Nee, das ist Pam. I. Okay, nee. Oh Mann, wo wäre ich, wenn ich Haley wäre? Wäre ich hier drin? Scheinbar nicht, ne? Nee. Der Rucksack, ey, der lächelt mich schon so an, Freunde. Da rennen sie alle. Oh, schon 5 Uhr abends vor allem. Ah, der nette Boss da von nebenan hat wohl heute kein Glück. Ich werde nochmal in die Mine gehen und gucken, ob ich dort vielleicht das ein oder andere Dingens noch bekommen kann. Erz. Das wäre geil. Vielleicht können wir auch vorne jetzt doch nochmal schürfen, wenn es da am Glitzern ist. Hier ist sie. Ah, guck mal, da ist eine Haselnuss. Jetzt finden wir sie. So, hier ist Demetrius. Hier ist schon wieder nichts. Ist das so selten? Ach, da. Oh, 4-mal Gold. Nice. Nice. Cool. Aber hier drin wird es wahrscheinlich einfach mehr bringen, oder? Ich weiß es natürlich nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus. So, hier sind ein paar Gegner. Ja, ich muss auch immer noch herausfinden, was es mit dem Skelettschlüssel auf sich hat. Oh, nice, hier geht's runter. So, kommt her, Fledermäuse. Ah. Die waren jetzt nicht so schwer. So, wieder diese Void Essence. 3-mal Gold. Ja, bei mir hapert es ja nicht am Gold. Aktuell. Achso, da ist ein Stein vor. Aktuell hapert es eher am Eisen, wenn. Boah, er hat mich noch erwischt. Wir haben nicht mehr so viel Eisen. Und das brauchen wir halt für ein paar Sachen leider immer noch. Jo, hier wird eine Bombe sich nicht so wirklich lohnen eigentlich, oder? Ja, hier vielleicht. Oh, immerhin eine Geode gefunden. Hat der gerade noch eine. Der hat eine neue Bombe gedroppt. Haha, nice. So muss es sein, ey. Verliert eine Bombe und man gewinnt wieder eine neue Bombe. Blackberry, warte mal, haben wir die schon mal verkauft? Die hier haben ja wirklich 15 nur, 5 nur gebracht, das ist so wenig, dafür würde ich die nicht verkaufen. Grape, Blackberry bringen aber 20. Ist jetzt auch nicht so viel, ne? Ist jetzt auch nicht so viel, würde 200 Gold bringen. Vielleicht wirklich lieber aufbewahren, um Energie zu bekommen. Aber die Haselnuss können wir weggeben, würde ich sagen. So, runter geht's. Es geht ja sowieso bei uns nur darum, dass wir Ressourcen finden. Und batz, da ist er wieder down mit der Klick. Ah, shit. Na komm. Komm her, Fledermaus. Putz. Nein, die Spitzhacke wollte ich. So, gegen 10 muss ich, glaube ich, hier raus. Wollen ja rechtzeitig wieder nach Hause kommen. Da hinten ist noch ein bisschen Gold. Also ich glaube, ich muss nicht ganz so tief gehen, damit ich Eisen finde. Ah, kill ihn. Sehr nice. Okay, da oben liegt noch Quarz. So, die Bombe könnten wir hier legen, denn hier sind wieder sehr viele Items. Steine, meine ich.
Sehr gut. Wieder eine Geode. Und mega viele Steine. Naja, obwohl so viel gar nicht eigentlich. Guck mal. 36 mal Steine nur. Hab das Gefühl, ich kriege hier so viel Steine. Stimmt überhaupt nicht. Es droppt doch gar nicht jeder Stein einen Stein. Was soll das denn? Der droppt zwei. Aha. So, da ist wieder Quarz. Ach komm, kill die doch. So, hier wird sogar schon wieder runtergehen. Ah, die Kohle ist leer, shit. Ist hier nochmal irgendwie was? Nö. Nö, dann gehen wir nochmal runter. Ah, es ist schon so viel zu spät eigentlich. Aber hier, das Gold nehmen wir noch mit. Okay, Gegner. Ich bin dann mal weg. Ich muss echt nach Hause, Leute. Raus hier. Ja, warte, ich werfe noch mal einen Blick. Ne, ist nichts. Hatte gerade gehofft, dass da wieder was ist. Dann fahren wir zum Busstopp. Und dann hauen wir noch so zwei, drei Sachen in die Dingens. Wir könnten natürlich auch, genau, wir könnten das Gold noch brennen über Nacht. Dann haben wir das auch. Hier kam eine Fackel raus. Ist jetzt nicht so geil. Was? Wir haben keine Kohle mehr? Das ist ja wohl ein schlechter Joke, oder? So, die sammeln wir mal alle ein. Ich glaube, ja, ich bewahre die jetzt mal auf. Ich will erst mal sehen, wie viel die überhaupt bringen. So, zap, zap. Magma-Geode passt auch nicht mehr rein. Normales Quarz geht immer. Eisen, Gold. Die behalten wir. Das geht hier rein. Die Haselnuss nicht. Genau, die wollen wir verticken. Ach so, shit. So und so. Und hier haben wir noch sowas gekriegt. Pickled Eggplant. Ah, mal schauen, wie viel die bringt. Die Aubergine, die wir da eingelegt haben. So, die Beeren behalten wir. Die bringen echt nicht so viel. Und den Trash machen wir mal über Nacht fertig. Ja, und dann können wir ins Bettchen gehen. Boah, langer Tag gewesen heute wieder. Aber wir haben wieder viel geschafft und das ist immer schön. Wir hauen uns hin und mal gucken, wie viel Geld wir wieder heute verdient haben. Wir sind ein reicher Farmer. Wow, 5.900. Alter, 4.800 haben die Cranberries gebracht. Ui, die hat 170. Wie viel bringt eine normale? Muss ich mal gucken, wie viel die normale Aubergine bringt. Die hier hat auf jeden Fall jetzt 170 gebracht. Wie krass. Krass, krass, krass. Oh, die Batterie. 500! Krass. Ey, das ist echt heftig. Also, wir haben heute wieder 7000 Gold gemacht, Leute. Wir sind Richie Rich, Mann. Bis morgen. Haut rein!